Hallo Klickenabendler, wir sind auf dem Herner Spielewahnsinn. Wir sind der Matthias und der Andreas und wir konnten hier die Neuheit von Lookout Games spielen, die dann im Herbst rauskommt. Das Spiel nennt sich Dreos oder Triosch, ist vom Arne aus den Siepen und ist für bis zu maximal vier Personen, 2 bis 4 und ein asymmetrisches Lauf-Wettrennspiel. Das Spiel hier selbst ist schon eigentlich quasi die fertige Fassung, ist aber noch ein Handmuster und wird dann erst im Laufe des Jahres produziert. Man hat eine Starteigenschaft auf seinem Tableau, die ist anders als bei dem Rest der Spieler. Man hat ein Deck, was gemischt wird, man zieht 4, 5 Karten. 3 definieren, wo man langläuft, das ist vorher definiert, in welcher Reihenfolge. 1 definiert, in welcher Reihenfolge ich drankomme und damit versuche ich mich über den Plan zu bewegen. Wichtig ist quasi, dass man gewinnt. Hier haben wir hier das Tableau. Wenn man die 20 überschritten hat, und zwar der Erste, der das schafft, das heißt, es ist ein reines Wettrennen um Münzen. Man kann zwar sein Deck verbessern, aber im Prinzip möchte man dauernd immer die Münzen generieren. Die man bekommt, wenn man das erste Mal hier ist, dann wird es umgedreht und man bekommt das, was auf der Rückseite ist. Alle Spieler bekommen das. Das ist bei Blau immer identisch. Und hier bekommt man auch ein Gold und auf der Rückseite bekommt man eine Karte oder was anderes. Und man versucht dauernd Aufträge zu erfüllen. Jeder Stadtspieler hat hier einen Startauftrag, den man einfach in eine Stadt bringen muss. In jedem Gebiet, die werden zufällig zusammengemischt, gibt es 2 Startstädte. Hier jetzt also grau und rot. Und wenn ich mit meinem Auftrag auf die graue Stadt komme, kann ich den erfüllen, bekomme das, was auf der Karte steht, kriege auch mit der Startkarte meinen Slot freigeschaltet, sodass ich 2 Aufträge dann sammeln kann. Und kann mir einen neuen Auftrag ziehen. Das kann man vorher schon gucken, was hier ist. Hier wäre also der nächste Auftrag rot und grau. Ich müsste also vielleicht dann nur zu rot laufen. Wenn beides dieselbe Stadt ist, ist es natürlich praktisch. Wenn sie in der Nähe sind, ist es praktisch. Und man versucht seine Züge so zu optimieren, dass man möglichst wenig läuft, aber immer das meiste Gold generiert. Man kann auch hier in einer Festung stehen bleiben. Bei einer Festung kriegt man hier die Waffensysteme und legt es auf seinem Tableau. Dann kriegt man hier in dem Fall eine Goldmünze. Das nächste muss jetzt eine andere Waffe sein. Dann kriegt man 2 Goldmünzen und eine Karte, 2 Golden und dann sogar 3. Auch das ist bei jedem Mitspieler anders. Und ihr seht, die sind wild verteilt auf dem Plan. 1 in dem Viertel, 1 in dem Viertel, 1 in dem Viertel, 1 in dem Viertel. Man muss also, wenn man alle 4 erreichen will, ganz schön rumreisen. Was haben wir noch an Sondereigenschaften, bevor wir zu der Bewegung kommen? Erst müssen wir die Bewegung erklären, weil sonst machen die Sondereigenschaften keinen Sinn. Seht's mir nach. Man hat seine Startkarten, da sieht man schon mal, wie die Bewegung generell aussieht. Hier ist zum Beispiel, ich darf mich ein Feld bewegen, aber halt nur entlang dieser Linien. Und das Feld, auf dem ich stehe, hat halt auch nochmal diese Pfeile. Das heißt, die Karte und das Feld, wo ich stehe, definieren, ob ich in diese Richtung darf oder nicht. In dem Fall mit der Schrittlänge 1. Es gibt auch die Schrittlänge 2. Und es gibt auch Karten, die hier, wo ich es mir aussuchen kann. Das heißt, ich gehe entweder einen Schritt, wie die Windrose ist, auf meinem Feld und der Karte oder entlang einer gelben Linie. Hier das gleiche oder entlang einer blauen Linie. Und wenn es 2er-Schritte sind, kann ich auch zwischen denen pro Schritt immer switchen. Das sind die Startkarten, die wir haben. Man bekommt auch diese kräftigeren Karten im Verlauf des Spiels und das sind dann mehr Schritte, wie ihr seht. Und vielleicht hier oben ein bisschen mehr eingeschränkt, dafür größere Schritte. Oder auch hier entweder Windrose oder Land oder Gelb. Und es gibt natürlich auch welche mit den grauen Wegen, wo ich langlaufen kann. Außerdem sind hier die Kartennummern höher. Die Karte, die ich nämlich nicht einsetze, die definiert, in welcher Reihenfolge ich dran komme und die Zahl wird vor mich hingelegt. Hier wäre es die 105, die ist sehr hoch. Bei den Startkarten im Verhältnis, die sind niedriger, wäre es hier zum Beispiel die, 24, glaube ich, ist das, über den Kopf gelesen. Ja. Okay, das ist, wie die Kernmechanik funktioniert bei der Bewegung. Jetzt ist das Spiel ja asymmetrisch. Das heißt, jeder Spieler hat eine andere Eigenschaft. Der Spieler hier darf jedes Mal, wenn der Räuber bewegt wird, ups, den Räuber habe ich noch nicht erklärt, auf die 3 Laufkarten tut man noch verdeckt diese Marker. Und wenn ich dran bin, decke ich den Marker auf und die Karte, dann darf ich mich bewegen und der Räuber wird auch bewegt. Auch entlang der Karte, wenn es eine 2er-Karte ist, 2 Felder, 1er-Karte, 1 Feld und auch mit denselben Einschränkungen. Und die können sich bewegen. Sie dürfen nicht auf dasselbe Feld eines Mitspielers, sie dürfen nicht in eine Stadt, sie dürfen nicht hier in diese Waffenschmiede, aber ansonsten überall hin und ich kann an denen nicht vorbei. Das heißt, die blockieren den Weg eines Mitspielers oder mir und ich tue sie halt nach meinem Zug laufen lassen, damit ich im nächsten Zug dran vorbeikomme. Der Spieler hier kann immer, wenn der Räuber bewegt wird, einen weiteren Schritt gehen, als wäre die Karte eine virtuelle Zahl höher.
der Spieler, der hier ist, der kann seine Aufträge auch in der Nachbarstadt erfüllen. Das heißt, wenn er rosa hat, kann er sie auch in schwarz erfüllen oder umgekehrt, also im selben Quadranten. Die Spielerin hier kann mit ihren Startkarten über das Feld hinaus in die drüben wieder rein und hat damit auch vielleicht kurze Wege. Und der Spieler hier hatte, wenn man einen Sidequest, also einen Nebenauftrag erfüllt, kriegt er ein Gold. Nebenaufträge kriegt ihr hier, gegebenenfalls hier. Und die nimmt man sich einfach. Und wenn man den Nebenauftrag erfüllt, zum Beispiel durch einen Schleichweg, durch einen gelben Weg in eine Stadt kommen, dann kann man den Auftrag abgeben und kriegt dafür eine bessere Karte, die man dann auf sein Deck legt und im nächsten Runde, wo man nachzieht, hat. Man zieht ja immer auf 5 Karten auf. Das sind die Sidequests und das ist der einzige Spieler, der durch die Sidequests auch Gold bekommt. Das sind quasi alle Regeln, die es gibt. Man sieht, es gibt hier auch Wege, wo man sich aussuchen kann, ob man nach links oder rechts geht. Und am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, weil man sich kurz daran gewöhnen muss, dass die Karte zwar anzeigt, in welche Richtung man gehen könnte, aber es natürlich auch noch die Hindernisse gibt, dass die Orte das die gleiche Richtung erlauben müssen und vielleicht diese Typen im Weg stehen. Wichtig ist noch, wenn man in ein Wasserfeld zieht, kann ich jetzt hier beliebig rauskommen. Da ist egal, was die Karte sagt, wenn ich hier reinziehe, kann ich irgendeinen Weg rausnehmen. Und dann muss man halt gucken, dass man die möglichst kurzen Wege wählt und muss schauen, ob man Wasser nehmen kann oder halt das, um sein Ziel zu erreichen. Das Ganze wird so lange gespielt, bis einer 20 erreicht hat und der hat sofort instant gewonnen. Und eine Sache habe ich jetzt noch vergessen. Und zwar wird ab der zweiten Runde jede Runde eine Sonderkarte aufgedeckt, die nochmal eine Sonderregel erlaubt. Zum Beispiel, dass jeder einen Gratis-Schritt kriegt über gewisse Gegebenheiten oder dass der Räuber zweimal gezogen wird oder dass man in der Nachbarstadt jetzt die Aufträge erfüllen kann. Und dann muss man halt versuchen, in dieser einen Runde, wo die Sonderregel ist, die bestmöglich für seinen Zug zu nutzen. Ja, das sollten eigentlich alle Regeln gewesen sein und dann kommen wir kurz zu unserem Ersteindruck von Matthias und vom Smooker. Bonjour mon ami! Wieder Zeit für eine Standardfrage aus dem Spielerleben von Matthias. Was ist dein Lieblingsspiel von Lookout Games? Was ist mein Lieblingsspiel von Lookout Games? Wenn ich jetzt ganz schnell entscheiden müsste, würde ich glaube ich sagen Isle of Sky. Ui. Ja, fand ich wirklich schön, diesen Beat-Mechanismus um die Teile und das Ausbreiten und die verschiedenen Wertungsmechanismen, die sich pro Runde ändern. Fand ich tatsächlich eines der besten Spiele von Lookout spontan. Ich lasse ja Matthias auch nie lange darüber nachdenken, ne? Aber ich hätte jetzt wahrscheinlich ganz spontan Agricola gesagt, kann aber Isle of Sky sehr nachvollziehen. Aber Agricola war für mich so der Einstieg auch in die Vielerspielerspiele teilweise, das war sehr beeindruckend. Jetzt haben wir hier mit Trioche 1, das ist kein Familienspiel, ist ein Ticken höher als Familienspiel, ist jetzt aber auch kein Expertenspiel. Ist also so Kenner, angefangen Kenner, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ist ein Einstiegskennerspiel, was eben so ein bisschen erfahrene Spieler dann gut nutzen können, um eben so eine Mischung aus, so ist uns gepitcht worden, Deckbuilding mit Roborally. Ja, wobei man mit diesen zwei Beschreibungen, wenn ich der Berner sage, wir wollen ein Spiel spielen, da sind Mechaniken drin, Deckbau und Roborally, wird sie es definitiv nicht spielen wollen. Also der Roborally-Anteil hält sich sehr in Grenzen, weil die Richtung nicht wichtig ist. Ich gebe ja mit meinen Karten die Wege vor, die ich gehe. Und bei Roborally musst du ja dreidimensional denken, das musst du hier definitiv nicht. Also es ist Programming drin, ja, und ein bisschen Deckbau, aber ohne das Rausnehmen des Decks. Es ist natürlich genau, es ist ein bisschen grübelig, weil ich natürlich gucken muss, wo stehe ich vermeintlich in der nächsten Runde und welche Windrosenrichtungen oder Wege kann ich eben benutzen mit den Karten. Insofern muss man schon, wie du sagtest, ein bisschen programmieren, aber ja, Roborally ist dann doch nochmal ganz, ganz anders davor. Wenn man die Asymmetrie rausnehmen würde, dass keiner eine eigene Eigenschaft hat, wäre es quasi ein etwas gehobenes Familienspiel. Durch die Asymmetrie, weil alle drei, vier Leute was anderes haben, ist es dann halt quasi ein Ticken höher, weil man ja auch ein bisschen darauf achten muss, was die anderen für Eigenschaften haben. Genau, man muss ein bisschen auf die anderen Eigenschaften arbeiten, was bei den Räubern angeht, ein bisschen darauf gucken, was haben die anderen für Aufträge, wo könnten sie vermeintlich hin wollen, um sie dann eben so ein bisschen zu behindern. Erfahrungsgemäß nutzt es im Laufe der Partie eher dazu, um zu sagen, ich schaffe sie möglichst weit weg von mir, damit mir keiner was verbauen kann, je nachdem, wann ich ihn einsetze. Aber genau, das sind so die paar Kniffe, die man bedenken muss. Im Prinzip ist es ein Laufspiel ohne Würfel, was ihr mit dem Deckbauspiel macht und ein Wettrennen veranstaltet. Hat mich so ein bisschen so vom Spielgefühl, erinnert mich so ein bisschen an das Pegasus-Spiel mit dem Hamburger Miniaturland, wo mir aber jetzt der Name des Spiels nicht einfällt, wo man auch dauernd reist und versucht, Timing einzuhalten. Was sie nochmal neu rausgebracht haben. Ja, genau, wo man dann auch dieselben Wege ablaufen kann. Ist mechanisch zwar weit voneinander entfernt, aber es hat ein ähnliches Spielgefühl. Alle spielen Zug für Zug. Ein bisschen versucht man, die anderen zu stören. Aber sehr krass stören kann man sie nicht. Eigentlich versucht man immer, möglichst optimal zu laufen, was nicht immer so geht, weil mit den Karten, die man nachzieht.
Genau, ansonsten ist es, wie man es eben hier vorhin auch gesehen hat, im Video sehr variabel. Man kann die Pläne beliebig drehen, hat immer einen großen See in der Mitte, ne? Also das ist an allen Ecken so festgelegt. Dadurch ist es eben sehr variabel. Die Aufträge führen einen immer eigentlich quer durcheinander, insofern die ganzen Karten mit den Wegen, die man hat. Also da hat man auf jeden Fall auch eine Menge Spielspaß über viele Partien hinweg. Ich hätte jetzt gesagt, für Lookout Games ein bisschen ungewöhnlicheres Spiel, weil es vielleicht ein bisschen mehr nach unten geht von der Komplexität als ihre anderen Spiele, wenn ich es mit Isle of Skye vergleichen würde oder Agricola. Aber sie haben ja auch ein paar sanftere Spiele. Ich erinnere mich noch das mit dem König, aber ich weiß gerade auch da nicht, wie es heißt, gerade schlimm. Zu viel Spieltitel im Kopf. Es gab eins mit einer Comic-Grafik vor Jahren mal in einem Königreich mit Adel, wo man auch, glaube ich, rumgelaufen ist. Also es geht eher ein bisschen mehr in die Richtung Familienspiel, was man bei Lookout vielleicht teilweise nicht gewohnt ist, weil sie ja auch schon die 18XX-Spiele haben. Agricola, Isle of Skye, die sind alle ein bisschen gehobener noch als das hier. Ja klar, die ganzen Rosenberg-Spiele und so. Wenn man jetzt ein bisschen in den letzten Jahren guckt, in den abstrakten Bereich mit den Mandala-Spielen, ja, kann auch ein bisschen knobelig sein, aber das würde ich dann auch eher so ein bisschen in die Familienecke tatsächlich dann am Ende reinpacken, weil die Regeln ja relativ simpel sind für abstrakte Spiele, aber ja, für so ein bisschen mit einem mittelalterlichen Setting versehenes Spiel ist es tatsächlich von den Regeln deutlich leichter als die, die wir eben beschrieben haben. Wenn ihr also ein Wohlfühlspiel sucht mit ein bisschen Ärgern, aber wirklich nur ein bisschen Ärgern und viel eine Landschaft entlang wandern mit Wegeoptimierung, dann seid ihr bei Triosch, denke ich, auf jeden Fall richtig. Absolut. Also von meiner Seite aus schaut euch das unbedingt an, wenn es denn jetzt im Herbst rauskommt. Mir hat die Partie sehr viel Spaß gemacht. Das waren wir von Lookout Games aus dem Herner Spielewahnsinn und wir machen uns weiter und gucken mal, welche Neuheit wir noch für euch filmen können. Ja, bis dann. Ciao.